So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part Pokémon Black 2 mit mir, Monsieur Lebeng. Und in diesem Part machen wir jetzt wieder diese Route, die wir letztens, glaube ich, zur Hälfte geschafft haben. Und ja, heute sollte das auch um einiges flüssiger gehen. Besonders, weil wir jetzt nicht irgendwelche Scheiße à la, oder Allee, keine Ahnung. Oh! Ach, man kann es auch übertreiben. Naja, ich habe trotzdem Vertrauen in Daki. Daki, du machst das schon. Wir sind jetzt auch noch schneller wegen nach einmal. Du bildest uns Fireblast. Eieiei. Zum Glück sind wir resistent gegen Fireblast. So. Einmal, Daki, mach das jetzt. Ohne Scheiß. Ich lasse dich hier nicht eher gehen, bevor du jetzt dieses Castform geplättet hast, Daki. Aber du solltest klar gehen. Und danach sollte Daki auch ein Level Up erreichen. Oh mein Gott! Was machen Sachen? Nee, wisst ihr, dann mach ich das einfach offscreen. Das Heilen. Dann geh ich auch offscreen in den Center oder so. Oh mein Gott, was ist das denn? Vor mir, du kleiner Bastard! Vor mir, du kleiner Bastard! Ist ja voll das Massaker hier. Und das trifft auch die ganze Zeit. Ja, wenn ich das machen würde, wird es vielleicht die Hälfte davon treffen. Egal. Ironhead. Fireblast. Oh ja, danke. Oh mein Gott. Egal, X-Hero. Kriegt halt X-Hero in den Level 4 für X-Hero. Und Iron Tail. Ach man, nein. Ist zwar stärker als Ironhead, aber Ironhead hat halt die Fähigkeit, den Gegner mal zurückschrecken. Aber wir sind sowieso nicht schneller. Verdammt, vielleicht wäre... Egal, wir machen das jetzt aufstehen, bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Frisch geheilt. Und ja, ich hoffe mal, wir müssen nicht... Oh, Gelbflüte. Okay. Dankeschön. Danke, danke, danke. Keine Rate. Na egal. Ja. Ich war schnell im Pokémon Center, haben unser Daki wiederbelebt. Ja, weiß ich nicht. Daki... Das muss jetzt so schnell wie möglich Level abzukommen. Ich weiß aber nicht wie. Vielleicht mal offscreen auch mal trainieren. Wobei ich jetzt nicht gedacht hätte, dass es nötig wäre, aber schade eigentlich. Hier sind noch ganz viele Angler. Aber Platten so wären gegen die gut geeignet, aber nicht Daki. Wobei, Basculinum. Vielleicht doch. Mal gucken, wie ich da nicht mit Bulldoze mache. Brauchen einfach nur schnell Level-Ups. Je schneller du Level-Up bekommst, Daki, desto besser. Oh mein Gott, das sieht so viel ab. Der Schaden ist ja auch nicht so berauschend. Mann! Aber das auch noch. Nein, oder? Ey, scheiße. Ich muss ausstehen trainieren. Ich muss auch trainieren, anders kriege ich das nicht hin. Regi, mach du mich wirklich stolz. Oh Mann. Oh Mann, das ist wieder so eine... Fick dich, mir fick dich doch einfach. Hurensohn. Meine Güte, das ist doch unglaublich. Mann, Alter. Kann ich euch wieder ins Center rennen? Ja, kein Ding. Kein Ding. Kein Ding. Gyroball. Ja, toll. Kannst du nicht mal so blöd gegen Daki spielen? Nee, ne? Immer nur gegen mich. Stinkenden Ratten. Lustig. Lightscreen. Ja, bringt dir jetzt auch nicht viel, weil ich die ganze Zeit physisch angreife. Lappen, ey. Aber richtiger. Da wird hier der Hund in der Pfanne verrückt. Egal, nochmal ausstehen ein. So, frisch geheilt und auf zum nächsten Angler. Vielleicht ein Déjà-vu? Man weiß es nicht. Was ich jedoch weiß, ist, dass dieser Fisherman... Ne. Ne, das tue ich mir jetzt... Ne. Das tue ich mir jetzt nicht an. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen, ihr scheiß Angler. Ihr werdet jetzt alle geraped. Und zwar gebutt-raped.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Regie GmbH. So. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt mit Leafblade überhaupt angreife, aber vielleicht lande ich ja einen Crit bei meinem Glück. Keine Ahnung. Naja. Aber immer ein bisschen mehr Schaden als die Hälfte. Von daher war der Einsatz von Leafblade, also von Blattklinge. Laubklinge, Blattklinge. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Oh. Ist mich ein Wassertyp. Danke. Lappen. So, danke. Wie Erfahrungspunkte gibt das für Darky? 1500. Hauptsache ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Super. Mann. Ah. Eine Perle. Ach, danke schön. Danke. Davon kann ich mir jetzt auch was kaufen. Ja, aber ich kann... Habt ihr das gesehen? Ihr habt nichts gesehen. Besser so. Weil wir jetzt sowieso erstmal hier ein bisschen noch die Trainer und so bashen werden. Aber da oben befand sich ein Kobalium. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ach, Alter, kommt, hört doch auf. Hört doch einfach mal auf damit. Hört doch einfach mal bitte auf damit. Was ist denn das? Was ist das, Leute? Was ist das? Erstmal ganz unter uns. Egal, Bulldoze. Ach, ein Galvantula. Oh, nerf. Your team is nervous and eat starts berries. Was? Egal. Ist mir doch egal. Bulldoze. Ja, 3 jetzt gut. Ich werde jetzt einfach alles mit Darkies Bulldoze rapen. Ist doch klar. Weil jedes seiner Pokémon ist anfällig gegen Bulldoze. Und da werde ich natürlich jetzt nicht... Da werde ich mir nichts nupen lassen und zweimal mit Bulldoze angreifen. Nochmal. Dreimal. Oh, Jolteon, kein Ding. Das kann auch nichts gegen uns. Discharge. Haha. Meine Güte, so lobe ich mir das. So muss das sein. So muss Darky Gegner empfangen. Und da ist, by the way, Nasen hier. Ich habe gar nicht Breaker erwähnt. So, Jolteon ist Snow von gestern. Jawohl. Darky. Level up! Wow! Dass ich diesen Tag nochmal miterleben kann. Darf und Erdkräfte. Nö, ich bleib bei Bulldoze. Erdkräfte ist was stärker, aber Darky ist halt nicht speziell ausgelegt. Wobei der Spezialangriff jetzt auch nicht so schlecht ist. So, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Strategie, Mategie. Und Iron Head! Von X-Hero. Signal Beam, super predicted. Meinerseits. Ei. Macht aber schon einen ganz großen Schaden. Egal. Oh, stimmt, das ist ja Elektro. Oh. Das war jetzt ungewollt. Ich wollte eigentlich Iron Head einsetzen. Hey. Naja. Sandsturm, okay. Super, besser für mich. X-Hero Spezialverteidigung wird im Sandsturm nämlich nochmal um 50% verstärkt. Galvantula kommt rein. Setzt Gastro Acid ein. Naja. Ist ja nicht so das Gelbe von meinen, ne? Und Galvantula wird besiegt. Super. Puh, Hauptsache Darky bekommt Erfahrungspunkte. Egal wie viel, Hauptsache irgendwas. Ist halt gut für Darky. Und Darky hat's nötig. Zack, Iron Head. Auch ein Nose Pass. Dein Regie. Das sieht aber scheiße wie Erfahrungspunkte. Egal. Zitrusbeere, okay. Danke. Danke. Ich habe mich schon bedankt, danke. Okay, da gibt's nichts. Was befindet sich denn hier? Eine alte Milf? Und ein alter Molf. Ja, Molf. Powerlens. Das macht, glaube ich, und das verstärkt die Zielgenauigkeit unserer Attacken. Die Trefferquote erhöht sie, ja. Ich will jetzt auch mal sagen, wir machen weiter, aber noch nicht, denn ich würde gerne noch die Wasserrouten hier erforschen. Das ist die Wasserroute, aber es gibt auch hier rechts so einen kleinen Teil, den ich nicht unbesichtigt lassen will. Wegen euch halt. So, gucken wir mal. Und zwar hier.
Ist bestimmt wieder nur ein Item oder so, aber trotzdem. Psychokinese, seht ihr? Allein für Psychokinese hat sich das Erkunden doch jetzt schon gelohnt. Und ein Trainer. Ein Wassertrainer. Egal, komm, komm. Ich meine gar keine Sorgen. Auf jeden Fall der Fälle wechsle ich einfach wieder Blatt rein. Oder mein Aschküm. Golde, och. Cloud, nein. Wolke sie. Ay, caramba. Ay, caramba. Aschküm. It's your turn. Sein Headbutt, okay. Seit wann schlägt man Frauen? Hä? Das passiert, wenn man Frauen schlägt. Sie leben ein. Mit Statik. Discharge. Ich glaube, das sollte jetzt sogar reichen für den Kill. Ironisch, dass gerade Sayu ein Enteron besiegt. Finde ich jedenfalls. So. Wo haben wir denn hier Hyper Potions? Ach da, okay. Ja. Weiter geht's. Nehmen wir hier diese Route erforschen. Also diese Route. Oder diesen Teil. Und hier gibt... Ah. Ah. Detektor. Das ist ein Item. Ein Luxusball. Okay. Weiß nicht, ob es dafür gelohnt hat, aber naja. Luxusball halt. Ball ist Ball. Ball ist Ball. Nee, hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's leider nichts mehr, meine Freunde. Soll mir auch recht sein. Können wir endlich mal hier mit der anderen Route weitermachen. Und gleich müssen wir dann in der Stadt mit der 7. Arena sein. Der ehemaligen 8. Arena der Stadt. Ich zeige euch mal, was ich eben gesehen habe. Und zwar hier oben. Rup, Kobalium. Wir gehen erstmal zu Kobalium. Hab Lust drauf. Hey, hey, hey. Ey, nicht... Nicht, dass ich jetzt dagegen kämpfen muss. Nee, oder? Doch. Muss meine Welle. Ach so, stimmt. Ich schaue erstmal, ob ich genug Bälle habe. Habe ich nicht. Ah doch. Ich habe ein paar Hyperbälle. Ob das reicht? Hihi, Kobalio. Dass man das so früh bekommt, ne? Finde ich auch irgendwie krass. Aber ich weiß nicht, wollen wir hier schon gegen das Teil kämpfen? Nicht zu Anfang nächsten Parts. Nö. Erst im nächsten Part. Haha. Ja. Weil ich gerade gesehen habe, dass es dort in die Stadt da geht. Dann wird der Part halt hier ein bisschen länger. Ein klein bisschen länger. Soll mir recht sein. Soll mir absolut recht sein. You are challenged by a Pokémon Ranger. Viel zu viel in Dreifachkämpfe. Dreifachkämpfe geben wir so auf den Sack. Viel zu viel. Muss auch nicht sein. Muss auch nicht sein, ja. Was hat man davon? Was erhofft man sich dadurch? Oh, ich hab Daki gar nicht mehr vorne. Ach. Ach, Mann. Das ist eine komplett scheiß Anordnung, die ich hier gewählt habe. Na egal. Power Jam auf Flareon. Crunch auf Flareon. Und Rock Tomb. Rock Tomb auf Lavesta. La Vesta, Fiesta. Na na na, Fiesta, Fiesta. Earth Power. Okay.
Ich würde mal sagen, Gregi, schön dich kennengelernt zu haben. Ey, wow. Aber daran sieht man, glaube ich, wieder, was für einen schlechten, ja, was für schlechte Angriffswerte die Brava da hat. Ich bin lieber Eldra. Mann. Skyface. Okay. Ach, so unnötig diese. So mega unnötig diese Dreierkämpfe. Mann, das macht gar keinen Spaß. Ist ja, kann ich auch nicht gut trainieren. Das ist einfach langweilig. Das ist scheiße. Das ist. Bringt nichts. Kack, fuck, Jack. Meine Güte. Und warum leckt das jetzt so? Scheiße. Das auch noch. Mann. Üglü. Ach, ein Problem weniger. Ja, Lavester wäre jetzt eigentlich auch nicht mehr da. Aber eine gewisse Person hat sich ja gedacht, ich muss nicht treffen. Aber jetzt trifft sie wenigstens. Oh, thank God. Fieberschwäche, Rock Tomb, bye bye. So, jetzt machen wir ganz bewusst mal wieder 3 gegen 1. Türken-Style, wie es sich für mich gehört. Schick Ninja rein. Ninja! Hi. Hm. Stärke auf Vibrava. Ich sagte Stärke auf Vibrava. Und Kaltklinge auf Vibrava. Und du machst einfach gar nichts. Du träumst einfach nur. Derp. Ach man, kein Wallet. Egal. Mein Aschkim beendet dann alles. Muah, super. Und ein weiterer Dreierkampf weniger. Boah, gar keine Lust mehr auf diese scheiß Dreierkämpfe. Aber gar keine Lust mehr. Könnt ihr mir glauben, gar nicht mehr. Zitrusbeere, okay. Und wisst ihr, Moment. Das ist immer wieder, glaube ich, so ein 20-minütiger Part. Aber das ist mir sowas von egal. Denn ich habe da wieder was gesehen. Konnte man hier nicht rein? Konnte. Aber die haben jetzt diesen Stein dahin vorgestellt, der auch gar nicht da in die Dings reinpasst. Interessant. So. Oh, oh, nee, das ist nicht die Stadt mit der 7. Arena. Das ist erstmal noch so eine Zwischenstadt, stimmt. Keine Ahnung, was sie jetzt da labern, aber... Hallo, ich will schnell ins Pokémon sind. Ist das euer Ernst, Leute? Lass mich doch. Hey, die Oma. Ah, stimmt. Das ist doch die Stadt von Kyurem. In der die uns was von Kyurem erzählen. Ja, das ist die Oma, die uns mal was von Kyurem erzählt hat. Oh, das wäre jetzt storytechnisch mal ein bisschen interessant, aber das können wir leider nicht lesen, weil das japanisch ist. Und die Fanbase, also die Patches da, diese Fanübersetzung, sind anscheinend auch nicht so weit. Oder gehe ich mal ganz stark von aus. Naja. Dann erzähl uns halt was von Kyurem, du Bitch. Oh, wow, danke. Ja, die erzählen uns irgendwas von Kyurem. Oh, das ist so unnötig. Ich will doch ganz kurz zu einem Center, damit ich Kubalium fangen kann, im nächsten Part. Ich habe einfach mal ja gesagt. Ey, Alter. Könnt ihr mich mal mit jetzt in Ruhe lassen? Hallo? Excuse me. Excuse me. Could you tell me where Bubble is? Oh, danke. Danke. Nein. Bell, was war? Nein, Bell. Bell, was tust du? Okay, danke. Puh. Oh, da war Afro. Habt ihr Afro gesehen? Ja, ich habe Afro gesehen. Naja. So, erstmal aufheilen. Danach kaufen wir uns Bälle und dann begeben wir uns zu Kobalium. Aber wir machen das erst im nächsten Part. So, wie ich es gern hab. Frische neue Pokémon. Yeah, wie ist das? Bye. Ultra Ball. 23 Stück. Warum 23 Stück? Hehehe, keine Ahnung. Ganz nebenbei kann ich aber noch ein paar Hypertränke kaufen. Ich habe nämlich gar keine mehr. 50 Stück. Hihihi. Oh mein Gott, ich habe Supertränke gekauft, ne?
Boah, ich Idiot. Egal, für den kleinen Schaden zwischendurch. Revive. 7 Stück. Yay. Sind wir gut eingedeckt. Okay. Und I would say, dass wir uns jetzt hier hinbegeben. Nö. Hihi. Und hi. Meine Freunde, im nächsten Part geht's dann weiter, wenn es wieder heißt, jawohl, Kobalium Action. Haut rein, macht's gut, bis bald und ciao. Euer Rie.